Darf es noch etwas sein? Nein, vielen Dank. Ich wollte schon immer mehr deutsch sein und als Deutsche gesehen werden, was ja auch gut ist. Ich meine, ich liebe Deutschland. Songül Berg, geboren in Mainz. Schon als Jugendliche hadert sie mit ihrer Herkunft. Sie weiß nicht, wohin sie gehört. Klar kamen einige Kunden nicht in den Laden, weil der Mario ein türkisches Mädchen geheiratet hat, wie sie früher gesagt haben. Die Tradition erwartet natürlich, dass man unter Christen heiratet, ja? Das, was mich ausmacht, war oder ist oft mit Problemen verbunden. Jahrzehntelang fragt sich Songül, wer sie ist und vor allem, wer sie sein darf. Und leicht hatten wir es nie. Man wächst mit Angst auf. Dass sie dann aber das leugnet, wo ihre Eltern herkommen ursprünglich und ihre Kinder ja halb Kurdin ja auch sind, das hätte ich nie gedacht. Wir fahren jetzt nach Kostheim auf dem Parkplatz, wo der Mario mich vor 30 Jahren das erste Mal heimlich abgeholt hat. Und das haben wir 2 Jahre lang gemacht, oder 3 Jahre sogar. Ich weiß noch, wie ich das erste Mal bei Mario im Auto gesessen habe und der dann diese türkische Musik angemacht hat von Müslüm Gürses, habe ich gedacht, oh mein Gott, warum macht denn der jetzt diese türkische Musik an? Ich höre keine türkische Musik. Gerade Müslüm Gürses, wer hört denn Müslüm Gürses? Oh mein Gott. Ich habe immer gesagt, das ist der türkische Bob Marley. Ich war so schockiert. Ich habe gedacht, ich wollte doch einen Deutschen. Und dann höre ich mir diese Musik im Auto an. Ich habe gedacht, das macht er für mich. Weil er mir zeigen will, dass er die türkische Kultur, kurdische Kultur kennt. Ich wollte das aber gar nicht. Ich wollte zeigen, ich bin eine Deutsche. Ich habe mich ja dann auch so gesehen. Ich habe gedacht, ich will keine türkische Musik, ich will auch nicht türkisch reden. Das sind 10,40 Euro, bitte. Dankeschön, dann noch einen schönen Tag. 30 Jahre nach dem Date. Heute arbeitet die 48-Jährige im Familienbetrieb in Budenheim bei Mainz. Gemeinsam mit Ehemann Mario Berg führen sie die Bäckerei inzwischen in der 3. Generation. Wir backen hier noch ganz traditionell, wie der Opa Berg das gemacht hat. Und versuchen auch immer wieder mit neuen Produkten unsere Kunden zu überraschen und glücklich zu machen. Und im Moment ist der Mario gerade dabei, ein neues Baguette zu kreieren. Da ist ganz wenig Kurkuma drin. Das ist halt ein geiles Gewürz, was halt eine schöne Schärfe hat. Und die Songül macht gerade eine Pfeffermarinade drauf. Und, wie machst du das? Das machst du ganz toll. Kannst du heute Nacht direkt helfen. Nein. Ich fange schon mal an zu schneiden. Klar kamen einige Kunden nicht in den Laden, weil der Mario ein türkisches Mädchen geheiratet hat, wie sie früher gesagt haben. Also ich habe das der Songül gar nicht erzählt am Anfang, wie ich das gesagt bekommen habe. Ich dachte, die verzichten jetzt auf Produkte, weil ich hier stehe. Und ich habe ja vorher schon hier gestanden, bevor ich die Frau Berg wurde. Ich habe ja hier immer 2-mal die Woche gearbeitet und die Kunden kannten mich ja alle. Und trotzdem war dann anscheinend doch eine Ablehnung. Brotbacken hat auch ganz viel Parallelen zu einer Beziehung oder einer Ehe. Man muss dem Ganzen Zeit geben, sich Zeit lassen und man braucht Geduld. So, nochmal warme Baguette. So, bitteschön. Dann einen schönen Abend. Tschüss. Sehr gut.
ganz warmes Baguette. Eben erst aus dem Backofen rausgeholt. So, bitteschön. Ich habe mich eigentlich schon als junges Mädchen schon mehr als Deutsche gesehen. Also ich bin ja in Mainz geboren und habe zwei ältere Schwestern, zwei jüngere Schwestern und zwei jüngere Brüder. Wir sind 7 Geschwister. Ja, ich liebe Mainz. Ich bin Mainz-Kostheim groß geworden, aber wir sind ja immer in Mainz gewesen. Mainz ist auch meine Heimat, schon immer gewesen. Und genauso wie Dersim, was ich Jahre gebraucht habe, um das zu erkennen. Ich bin Kurdin und gehöre der religiösen Minderheit der Aleviten an. Und da habe ich lang gebraucht, um das zu akzeptieren, weil das ja immer mit Konflikten behaftet war. Dass ich kurdische Alevitin bin, das habe ich nie kommuniziert, weil mir das zu anstrengend war, jemandem zu erklären, meine Eltern sind aus der Türkei, aber es sind Kurden bzw. Aleviten. Es ist eine andere Glaubensrichtung. Die gehen nicht in die Moschee, die lesen den Koran nicht. Dass die Sprache auch anders ist, das habe ich eigentlich nie richtig gestellt in der Zeit. So wie Songül haben etwa 25 Millionen Menschen in Deutschland eine Einwanderungsgeschichte. Das ist fast jeder Dritte. Viele davon sind in Deutschland geboren. Dennoch wird ihr Denken und Fühlen auch von den Umständen in den Heimatländern ihrer Eltern geprägt. In der Türkei gibt es ja auch diese politischen Konflikte. Und da ist man ja auch als Minderheit immer in Schwierigkeiten gewesen. Also wenn wir in der Türkei waren, waren wir die Kurden. Wenn wir in Deutschland waren, waren wir die Ausländer. Und klar ist es dann als Jugendliche dann einfacher für mich gewesen zu sagen, ich bin eine Deutsche. Ja, die Identitätssuche war schon immer in meinem Hinterkopf. Also auch wenn ich es selbst nicht so wahrgenommen habe, aber so im Unterbewusstsein muss ich ja immer wieder dann doch danach gesucht haben. Songül will ihren Platz im Leben finden. Einen Platz, an dem sie sich wohlfühlt, wo sie frei bestimmen kann, wer sie ist und wer sie sein möchte. Diese Aufgabe wird sie Jahrzehnte ihres Lebens kosten. Auch ihre Partnerwahl wird ihr Zugehörigkeitsgefühl vor große Herausforderungen stellen. Als ich den Mario kennengelernt habe, war ich 17. Und zu der Zeit sind wir immer regelmäßig nach Bingen in einer Diskothek. Und heimlich. Die Eltern durften das ja nicht wissen. Also wir hatten ja halt unseren Stammladen und wir sind dann da reingekommen. Die Songül hat oben auf der Empore getanzt und habe ich die direkt gesehen, ja. Und habe gesagt, die Frau heirate ich. Die Songül war halt die hübscheste Frau im Palazzo für mich damals. Ja. Wie ich den gesehen habe, hat es nicht Klick gemacht. Es durfte ja nicht Klick machen. Ich durfte ja nicht. Also ich durfte ja keinen Freund haben, also habe ich mir da so gar keine Gedanken gemacht. Ein Freund hat immer bedeutet für mich Stress. Und zu Hause wollte ich meiner Mutter dann auch keine Sorgen bereiten. Die war alleinerziehende Mutter mit 7 Kindern. Nee, das habe ich immer so mit Stress verbunden. Da hatte ich überhaupt nicht so ein Interesse dran. Oder war auch nicht auf der Suche oder habe gedacht, ich muss jetzt einen Freund haben oder ich will einen Freund. Ich wollte eigentlich nur Spaß. Viel tanzen, ausgehen. Ja, und dann irgendwann hat er dann vor mir gestanden und hat sich aber nicht getraut, mich anzusprechen. Ja, ich bin ja Stotterer, seit ich 3 bin. Und dann hast du halt immer, früher hatte ich dann ein richtiges Problem damit, aber jetzt, mittlerweile geht's. Mit 20 habe ich dann so eine Therapie gemacht, dann wurde es besser. Aber du hast dann halt schon, wenn du jetzt gerade eine hübsche Frau da kennenlernst, schon mal Bedenken. Und dann tust du halt dir die Sätze genau wählen, die Wörter wählen. Du tust während dem Reden die Wörter wechseln, damit die es halt nicht merkt. Und die Songül hatte das wohl 2 Jahre nicht gemerkt. Also wir waren, glaube ich, beim ADAC.
Und dann haben die halt so Sachen von mir wissen wollen. Zum Beispiel, ich glaube, es war der Beruf und ich konnte halt, ich habe halt gemerkt, also wenn ich jetzt sage Bäcker, dann hänge ich und habe dann gesagt, ich bin Metzger. Dann sind wir dann da raus und dann sagt sie, warum hast du gesagt, du bist Metzger, du bist doch Bäcker? Dann habe ich gesagt, ah ja, weil ich gerade mit dem B das nicht konnte. Wie, du konntest das nicht? Und dann hat sie es halt erst nach 2 Jahren gemerkt. Die hat gesagt, das ist doch nicht schlimm. Ich habe gelispelt, hat sie gesagt, als Kind. Also wir haben uns immer heimlich getroffen. Wir haben ja kurz einen Abend vorher abgesprochen. Wir konnten ja nicht einfach telefonieren beziehungsweise WhatsApp schreiben oder wir hatten ja damals keine Handys. Das heißt, wenn der Mario mich abholen wollte in Kostheim, hat er eine halbe Stunde vorher zu Hause einmal klingeln lassen. Einmal klingeln heißt halbe Stunde, zweimal klingeln hieß, dass er schon fast vor der Tür ist. Da hat er von der Telefonzelle angerufen. Also ich fand es jetzt nicht irgendwie negativ, sondern ich fand es im Gegenteil sogar, irgendwie hat es so was Romantisches gehabt. So wie Romeo und Julia war ja auch die keine gewollte Liebe, ja. Also es hat mich so ein bisschen daran erinnert. Oh Gott, die Zelterstraße. Da drüben, das ist die Zelterstraße, wo ich gewohnt habe. Und da konnte meine Mutter, früher hatte sie keinen Einblick hier rüber auf den Parkplatz. Genau, die Hecken waren höher. Ich habe schon ein Kribbeln wieder im Bauch. Also so diese Aufregung und ist auf der einen Seite schön, dann aber auch dieses Gefühl, wo ich damals immer Angst hatte, erwischt zu werden. Und das schlechte Gewissen meiner Mutter gegenüber hatte ich ja immer. Das kommt schon wieder so hoch. Also nochmal muss ich das nicht erleben. Also das Anstrengende war ständig diese Lügerei. Wo bin ich? Was mache ich? Wohin will ich? Mit wem bin ich zusammen? Dieses ununterbrochene Lügen. Ja, und dann habe ich mit Mario Schluss gemacht. Daraufhin, weil ich so Angst hatte. Ich muss gerade an den Mario denken, weil der so viel mitgemacht hat. Ja, die Reaktion meiner Mutter, dass sie das nicht akzeptiert, dass wir, ja, dass wir nicht zusammenbleiben können. Und ich habe dann von heute auf morgen einfach dann Schluss gemacht, weil mir das zu viel war, dieser Druck und dieser Stress. Und er war dann auf einmal verschwunden. Das war für mich ein Schock. Der Schock war so groß, ich war damals in Amerika und meine Schwester ruft mich an und weint. Da habe ich gesagt, Maria, was ist los? Was ist los? Der Mario ist verschwunden. Und dann sind wir am selben Tag noch von Frankfurt, von Miami nach Frankfurt geflogen. Ja? Und dann kam ich ins Büro und da lag ein Zettel. Papa, ich liebe dich sehr. Ich kann nicht mehr, ich muss weg. Dann habe ich meine Ex-Frau informiert. Das ist heute noch sehr schlimm für mich und ich habe es noch nicht verarbeitet. Ich bin dann jeden Tag, dann, also jeden Abend dann in die Stadt gefahren, habe dann alle Freunde gefragt, die ich getroffen habe aus der Clique, aber keiner wusste, wo er ist. Und dann haben sie in Italien, weil er Verwandtschaft in Italien hat, haben sie in Italien alle Verwandten angerufen. Nach der Woche war der immer noch nicht zu finden. Und mir ist dann irgendwann eingefallen, vielleicht sollten wir den Freund von Mario an der Türkei anrufen und fragen, ob der Mario da ist. Und dann habe ich dann da angerufen und das junge Mädel am Telefon sagte dann, ja, ja, der Mario ist hier. Da ist uns natürlich Stein vom Herzen gefallen in dem Moment. Und dann habe ich gesagt, okay, seine Mutter bucht jetzt heute noch einen Flug nach Istanbul, sag ihm, sie ist ab morgen früh, sitzt sie am Flughafen in Istanbul und wartet. Ich habe das tatsächlich schon erfahren, bevor sie gelandet ist. Wir haben sie direkt abgeholt, der Cemal und ich. Ja, genau.
Dann hat sie halt mit mir geredet und so, er kommt doch wieder und dieser Onkel, der tut's auch leid. Aber wie die Mutter dann alleine vor mir stand, habe ich gedacht, oh Gott, der kommt nicht mehr, das ist rum. Und dann kam er um die Ecke. Der hat mich dann so ein bisschen warten lassen, ja. Von da an war mir klar, wir gehören einfach zusammen. Und da kann eigentlich passieren, was will, egal wer was sagt, wer dagegen ist. Ich muss da durch. Und ich war ja früher nicht so eine Kämpferin. Also hat meine Mutter gesagt, ich soll um 20 Uhr zu Hause sein, dann habe ich es gemacht, damit sie, ja, nicht leiden muss. Also nach 2 Jahren haben wir dann beschlossen zu heiraten und da war natürlich die Reaktion nicht so gut. Meine Eltern sind ja geschieden, also meine Mutter war sofort für Songel Feuer und Flamme, hat die genauso geliebt wie ich. Ja, mein Vater hat sich halt Sorgen gemacht, wie halt ein Vater sich Sorgen macht. Ja, also der konnte ja damals gar nichts damit anfangen mit Alevitien. Und dann hat auch jemand so von meiner Familie gesagt, ja, wissen die nicht, wer du bist? Du bist der Mario Berg. Also ich war im Budenheim eine gute Partie sozusagen, ja. Und da habe ich gesagt, das interessiert die nicht. Ja. Er sagte, ich habe im Inseln ein Mädchen kennengelernt. Okay. Und ja, er hat ja vorher auch schon Freundinnen gehabt und lernen wir die mal kennen. Und dann habe ich gesagt, sie ist aber nicht von hier, weil sie einen dunklen Teint hat. Und er sagte, doch, die ist in Mainz geboren, mit ihren Geschwistern alle, aber die Eltern sind kurdisch. Na ja, die Tradition, sage ich mal, erwartet natürlich, dass man unter Christen heiratet, ja? Als wir verkündet haben, dass wir heiraten wollen, war natürlich die Reaktion vom Schwiegervater, jetzigen Schwiegervater, nicht so gut. Mir gegenüber hat er es zwar nie gesagt, aber wir waren mal irgendwie einen Teppich kaufen oder aussuchen. Und dann hat er gedacht, er könnte mich mal testen und wollte wissen, was auf diesem Teppich draufsteht. Arabische Schrift war da zu sehen und ich hatte ihm aber vorher schon mehrmals gesagt, dass wir nicht in die Moschee gehen und dass wir auch nicht, also wir Aleviten, dass wir keinen Koran lesen und ich den Koran auch nicht lesen kann. Aber das hat er mir anscheinend nicht so geglaubt und hat dann immer wieder in diesem Teppichladen dann gefragt, was da stehen, auf diesem Teppich stehen wird und was auf dem anderen Teppich stehen wird. Ich habe immer wieder gesagt, ich weiß gar nicht, was da steht, bis der Mario dann irgendwann gesagt hat, Vater, sie kann die arabische Schrift nicht lesen. Also mein Vater hatte halt Angst, dass ich konvertiere zum Islam. Ich habe da auch nie drüber geredet, weil es hat mich einfach auch nicht interessiert. Also ich schätze so oder so geheiratet. Ja, also ich war da kompromisslos. Also und kompromisslos halt durch diese Liebe. Das war mehr im Kopf drin, aber nicht geäußert. Ich habe meinen Sohn nicht bedrängt, um Gottes Wille. Und keine türkische Abstammung, um Gottes Wille. Das habe ich alles nicht getan. Ich hoffe, dass meine Erinnerung stimmt. Also ich glaube, nein, ich habe das bestimmt, habe ich nicht dagegen gearbeitet. Ich war von 94 bis 96 heimlich mit Mario zusammen. Da haben wir uns immer heimlich getroffen. Meine Mutter hat über 3 Ecken erfahren, dass ich einen Freund habe. Und dann auch noch einen Deutschen. Das war nämlich so, ich habe ja neben meiner Lehre dann, habe ich 2-mal die Woche hier in der Bäckerei gearbeitet als wollte einen Nebenjob und hier sind natürlich dann auch kurdische Kunden gewesen, die ich aber nicht kannte. Ja, und irgendwann war ich dann auf einer kurdischen Hochzeit und dann habe ich diese Dame da getroffen oder gesehen vom Weiten. Und die hat dann mit dem Finger auf mich gezeigt und meiner Tante gleichzeitig irgendwie was gesagt. Und daraufhin ist meine Tante, habe ich gesehen, zu meiner Mutter. Und meine Mutter hat dann erfahren, die Songül ist mit dem Sohn von der Bäckerei zusammen, also von dem Inhaber der Bäckerei zusammen. Richtig, ja, das war Wiesbaden. Als es dann rauskam, dass Songül mit einem Deutschen zusammen ist, das war ja seinerzeit ja ein Riesendrama. Also das war ja, als wäre jetzt
irgendwie ein Meteorit eingeschlagen. Das wäre unvorstellbar, dass die einen Deutschen heiratet. Also meine Schwestern haben ja schon eigentlich von Anfang an zu mir gestanden, dass ich oder das akzeptiert, respektiert, dass ich einen deutschen Freund habe. Die kannten ihn vom ersten Tag an. Vor allem die Phyllis, die Sefke dann ein paar Wochen später. Auch meine anderen ganzen Geschwister haben Mario vom ersten Tag an gekannt. Wie meine Mutter dann erfahren hat, dass ich einen deutschen Freund habe, hat sie sich eigentlich nur noch ins Bett gelegt, hat nur noch geweint, nichts mehr gegessen, nichts getrunken. Also eigentlich hat sie gestreikt. Ich habe mir gesagt, meine Mutter streikt. Ja, ich meine, jetzt lache ich, aber damals war das nicht schön. Es war ja tatsächlich auch so, dass ich ja dachte, sie wird sich jetzt zu Tode hungern. Aber auch nur mit dem, das Ziel war ja dann auch meiner Mutter halt eben, dass dann die Songgirl diesen Schritt zurückgeht und Schuldgefühle bekommt. Ich glaube, meine Mutter wollte einfach nicht die Schuld auf sich nehmen, falls es dazu kommt, dass die Ehe scheitert. Bevor es die Chance gab, kam ja schon gleich der Gedanke, diese Ehe kann nicht funktionieren. Die ist zum Scheitern verurteilt wegen den kulturellen Unterschieden. Ob Deutsche oder Türke, das war alles nichts. Am besten wäre gewesen jemand von uns. Ich weiß noch, dieser Spruch, der ist nicht von uns, die Familie ist nicht von uns. Und dieses uns, was meinte das damit? Dass der Uropa von dem mit unserem Uropa genau. Die Ziegen hüten war. Und das war dann, das ist dann einer von uns. Ne? Also ja. Ich glaube, es ging darum, als Minderheit zu überleben. Ich verstehe es zwar aus der Sicht unserer Eltern oder unserer Vorfahren irgendwo und dann ins Ausland gegangen sein und dann will man das bewahren, bla bla, verstehe ich alles, aber nur weil man es versteht, heißt dann nicht, dass man es gutheißen muss. Mir ging es sehr schlecht. Das war mein erstes Kind, das heiraten wollte. Ich kann es gar nicht genau sagen, aber es war schwer für mich, dass sie einen Fremden heiraten wollte. Ich war sehr traurig und bin 3 Tage lang nicht aus dem Bett gekommen. Ich wollte eigentlich nur noch heiraten. Also ich musste heiraten, um auszuziehen zu der Zeit. Man konnte ja nicht einfach ausziehen. Und wenn man einfach ausgezogen ist, gab es dann ja Streit und Bruch mit der Familie. Aber so hatte ich trotzdem meine Freiheit. Also ich durfte trotzdem ausgehen. Sie wusste ja auch zu der Zeit, dass ich mich mit ihm natürlich treffe, mit Mario. Aber das hat sie nie so verboten. Es gab keine Möglichkeit, uns zu überreden. Die Songgirl wurde ja in die Türkei geschickt, mit dem Versuch halt, mich aus dem Kopf zu kriegen. Ja, und mein Vater hat mich nach Amerika geschickt, zu meinem Onkel, nach Chicago. Also der hat mir dann Flugticket geschickt, also das war ja damals richtig teuer alles, ja. Und dann hat mein Onkel mich vom Flughafen abgeholt und hat er gesagt, also, dein Vater hat dich jetzt hierher geschickt. Ich soll mit dir reden wegen diesem türkischen Mädchen. Und, aber mein Vater hat einen Fehler gemacht. Weil mein Onkel war mit einer Spanierin verheiratet. Und dann hat er gesagt, Mario, das ist total Schwachsinn, was dein Vater macht. Wenn die nett ist, dann zieh das durch, wir helfen dir. Nein, ich kann mich nicht erinnern, dass ich gehofft hätte, dass er da jemand mitbringt. Nein, mit Sicherheit nicht. Aber die Songgirl war dann da und es war wunderbar. Natürlich hätte ich mir gewünscht, dass er ein Mädchen aus Budenum oder aus Heidesum, so wie mir, ja, aus wir sind nicht weit gegangen bei der Wahl unserer Mädchen, ja. Meine Mutter hat dann vorgeschlagen, ich soll in die Türkei fliegen für 3 Wochen. Ich war mir 100% sicher, mir wird da nichts passieren und ich muss auch meinen Pass nicht verstecken, um wieder nach Deutschland zu kommen. Ich habe es deswegen getan, weil mir das wichtig war, der Oma, den Onkels und Tanten das selbst nochmal zu sagen, dass ich den Mario so sehr liebe, dass ich kann nicht Schluss machen. Wie ich ankam, abends in Dersim, bei der Oma haben schon alle im Wohnzimmer gesessen. Alle Tanten, alle Onkels, Cousins, Cousinen. Ich glaube, das waren 20 Leute.
haben da im Kreis schon gesessen und gewartet, dass ich die Tür reinkomme. Und das Erste, was die Oma dann damals mir gesagt hat, was machst du? Wieso tust du das deiner Mutter an? Ich soll Schluss machen. Dann habe ich dann aber der Oma dann gesagt, also ich liebe ihn und ich werde mich nicht von ihm trennen. Aber eigentlich so am Ende des Abends haben eigentlich alle nur noch gegrinst und haben gedacht, naja, wo die Liebe hinfällt. Klar, hat meine Mutter natürlich am nächsten Tag dann angerufen und wollte wissen, und wart ihr erfolgreich? Und dann habe ich nur gehört, wie die Oma dann gesagt hat, nein. Und wenn du nicht willst, dass deine Kinder einen Deutschen heiraten, pack deine Kinder und deine 7 Sachen, also deine Koffer, kommen nach Dersim. Dass ich einen Kurden heiraten, ist hier die Wahrscheinlichkeit höher wie in Deutschland. Ja, und von da an war eigentlich alles gut. Dann habe ich noch 2 Wochen schön Urlaub gemacht, kam nach Deutschland und meine Mutter war wie ausgewechselt. Und ich glaube, das lag daran, dass sie den Segen von der Familie gekriegt hat. Grüße alle von mir. Ich küsse eure Augen. Vergesst mich nicht. Ich habe dann gedacht, die Kinder sind in Deutschland geboren. Wahrscheinlich wird sie so glücklicher. Da habe ich zugestimmt. Die Familie von meiner Frau ist auch nicht konservativ, sondern die sind ja halt auch, ja, offen. Aber ich glaube, ich bin so der erste Deutsche, der in diese Familie reingerutscht ist, sage ich mal. Dann habe ich auch mal meine Mutter mitgenommen, mein Vater später auch. Als Marios Vater zu uns kam, hat er das Bild an der Wand mit Jesus gesehen. Er hat dann gesagt, ich dachte, du bist ein sehr religiöser Mensch. Ich hatte so Angst davor, dass du sehr religiös bist. Dann habe ich geantwortet, sind religiöse Menschen keine Menschen? Songül hat damals alles übersetzt, weil ich es nicht richtig erklären konnte. Er hat dann gesagt, ich weiß, dass du dagegen bist, dass deine Tochter einen Deutschen heiratet. Ich habe mitbekommen, dass du sehr traurig warst. Ich will es ja eigentlich auch nicht. Er ist ja mein einziger Sohn. Ich würde mir auch wünschen, dass er eine Deutsche heiratet. Vielleicht sagst du, wenn ich zur Tür rausgehe, scheiß Deutscher. Nein, überhaupt nicht, habe ich damals geantwortet. Aber vielleicht sagst du, scheiße Türkisch, wenn du zur Tür rausgehst. Da hat er gelacht und nein, nein gesagt. Ich habe doch geantwortet. Er hat dann gesagt, ich finde euch als Familie sehr sympathisch. Ich will nur, dass mein Sohn glücklich wird. Ich habe gesagt, ich will auch nur, dass meine Tochter glücklich wird. Dann hat er gesagt, komm, lass uns das gemeinsam stemmen. So haben wir uns geeinigt. Ich habe ja nur einen Sohn. Was ihn glücklich macht, macht auch mich glücklich. Aber in Bezug auf die Songül wiederzukommen, da wollte ich nichts ändern, was mein Sohn gemacht hat. Ich denke, dass sie sich gut verstehen und dass sie sich sehr liebe. Ich bin davon überzeugt. Und die Songül war natürlich, um es zum Punkt zu bringen, dann auch eine Bereicherung. Das wusste ich aber damals in diesem Maße noch nicht, so wie ich es heute weiß. Weil man lernt ja dazu. Um ehrlich zu sein, hätte ich die Einsicht, die ich heute habe, dann wäre ich nie so traurig gewesen. Ich hätte mit Freude der Heirat zugestimmt. Unsere Einstellungen ändern sich natürlich auch im Laufe der Zeit. Drei Jahre hat Songül für ihre Liebe gekämpft. Mit 21 Jahren heiratet sie. Doch ihre Reise zu sich selbst ist damit nicht abgeschlossen. Sie gerät sogar noch tiefer in den Konflikt. Als ich den Mario geheiratet habe, eigentlich schon
nach der Hochzeitsfeier, wie wir im Auto gesessen haben, das erste, was mir durch, oder ich habe es sogar auch laut ausgesprochen, glaube ich, dass ich dann gedacht habe, yeah, jetzt hast du es geschafft, jetzt bist du da raus. Da kann ich mich noch so. Mir ging es darum, dass ich auch frei war im Kopf. Ich wollte schon immer mehr deutsch sein und als Deutsche gesehen werden, was ja auch gut ist. Ich meine, ich liebe Deutschland. Also Deutschland hat mir und meinen Geschwistern eigentlich das gegeben, wo ich denke, dass wir das in der Türkei nicht so gekriegt hätten, gerade als Frauen. Ich dachte, wenn ich das eine ausblende und nur Deutsche bin, bin ich glücklicher. Aber es hat mich dann ja doch wieder eingeholt. Sie liebt dieses Deutsche, ja. Und ich werde nie vergessen, Felicia war noch ein Baby, als war das vor 20 Jahren oder so, kam sie, da war sie einkaufen im großen Supermarkt. Und war ganz entsetzt, stell dir mal vor, da hat mich einer angesprochen auf Türkisch. Das ist so, ja. Kann passieren. Und da sagt sie, ja, aber ich sehe doch nicht türkisch aus. Kam ein türkischer Mann und hat dann auf Türkisch direkt mit mir geredet und hat gesagt, soll ich dir helfen? Und ich war dann so entsetzt, habe den dann so von der Seite angeguckt und habe gesagt, ich verstehe sie nicht. Und bin dann, wie gesagt, nach außen, habe den Mario dann gefragt und dann hat er gesagt, ja, guck mal in den Spiegel. Wer sieht nicht kurdisch aus? Also, wenn du nicht kurdisch aussiehst, wer sieht denn sonst kurdisch aus? Ich habe dann gedacht, das kann doch nicht sein, Haare blond gefärbt. Ich kann doch nicht kurdisch oder türkisch aussehen. Also, es hat mich dann schon so entsetzt und immer wieder habe ich das dann aber weggeschoben von mir. Nach der Hochzeit distanziert sich Songül noch weiter von ihren kurdischen Wurzeln. Er zieht ihre drei Töchter in dem Bewusstsein, sie seien nur Deutsche und trägt so ihre Identitätsfrage in die nächste Generation hinein. Ich habe dann auch die Kinder so erzogen und habe dann nie darüber geredet. Als Mutter von drei Töchtern mache ich es ja schon ein bisschen auch so wie meine Mutter. Ich habe denen ja immer gesagt, nix, ihr seid Deutsche und mehr braucht ihr nicht. Ich wollte Deutsch fühlen. Das hat sich gut angehört, weil ich verbinde ja auch das Deutschsein mit Freiheit. Ich liebe Fastnacht. Das gehört einfach zu uns. Ja, wir sind ganz stolz auf die Emilia, weil die beim Jugendballett von der Figiere mittanzt. Jugendliche will mir ja irgendwie dazugehören und das war halt hier in Deutschland für mich zu sagen, ich bin Deutsche. Bin dann auch hin, hab mir die Haare blond gefärbt. Das Einzige, was ich an kurdischen Gerichten koche, ist mein Reis und den türkischen Tee. Aber ansonsten koche ich überwiegend Deutsch. Die Kinder meckern zwar immer, aber doch, ich habe auch schon mal Lahmacun gemacht, aber alle 10 Jahre vielleicht mal einmal. Sonst gibt es immer Gulasch, Schnitzel, Rotkohl, Knödel. Natürlich habe ich mich irgendwann gefragt, warum bist du so? Warum tust du das? Warum leugnest du das? Also ich habe es ja nicht geleugnet. Ich habe es eher verschwiegen, beziehungsweise ich habe nicht drüber geredet. Weder mit meinen Kindern noch mit Freunden, die mich neu kennengelernt haben, die nicht wussten, woher meine Eltern kommen. Dann habe ich, ich glaube, bis heute mit keinem groß drüber geredet. Dass sie dann aber das leugnet, wo ihre Eltern herkommen ursprünglich und ihre Kinder ja halb Kurdin ja auch sind, dass sie das komplett ausblendet. Das hätte ich nie gedacht.
Also da war ich ziemlich erstaunt drüber, dass sie das nie thematisiert hat, auch bei ihren Kindern. Und dann habe ich zu ihr gesagt, vergiss nicht, wo du herkommst. Oder deine, beziehungsweise auch deine Eltern. Und wie wir auch als Kinder aufgewachsen sind. Ich meine, vergiss das nicht. Und du willst es vergessen, du willst es nicht wahrhaben. Das wird deinen Kindern auch nicht gut tun, das zu leugnen. Und das hat dir nicht gefallen. Gott, ist das flüssig geworden. Gulaschsuppe. Waschsuppe. Dankeschön. Ich muss sagen, das ist der Gulasch des Jahres. So gut hat er noch nicht geschmeckt dieses Jahr. Und da erst habe ich gemerkt, du hast all die Jahre deine Identität eigentlich nicht verleugnet, sondern weggeschoben von dir. Wir wussten ja von klein auf schon, dass wir kein Kurdisch sprechen dürfen, dass wir auch noch nicht mal sagen sollen, dass wir Kurden sind. Also das haben die Eltern ja schon so indirekt uns ja schon so beigebracht, immer alles zu verheimlichen und nicht aufzufallen. In der Türkei durften wir bis Mitte, Ende der 90er Jahre überhaupt nicht Kurdisch sprechen. Und so haben es die Eltern zu Hause weitergemacht. Als Kind erlebt sie während der wenigen Urlaubsreisen nach Dersim noch stärker die Angst der Eltern und Verwandten davor, was es bedeutet, eine unterdrückte Minderheit zu sein. Man hat schon gespürt, diese Spannungen und alles dieses heimliche, alles leise und keiner darf es mitkriegen und kurdische Musik hören, ganz leise, im hintersten Zimmer. Und uns wird dann immer gesagt, ihr dürft das bloß draußen niemandem erzählen, dass wir kurdische Musik hören. Und das macht dann natürlich mit einem was, obwohl wir nicht wussten, warum. Wir waren ja noch klein. In Deutschland durften sie Kurdisch sprechen, aber haben sie es auch immer nur heimlich gemacht, damit andere das nicht mitkriegen. Man wächst mit Angst auf. Das war mir all die Jahre gar nicht so bewusst. Das hat dann schon mich irgendwie ein bisschen beeinträchtigt in meinem Leben, wie ich wirklich bin, wer ich wirklich bin. Ich habe auch nie meine Schwester mal gefragt, ob es bei denen auch so war. Ich wusste nur nicht, wo ich hingehöre. Bin ich Deutsche, bin ich Kurdin, bin ich Türkin? Deswegen ist man ja auch rastlos und dann ist es ja auch so anstrengend. Man ist ja immer, irgendwas bist du ja auf der Suche, aber du weißt nicht, was es ist. Was es aus mir gemacht hat, ich hatte keine Identität bis zum 28. Lebensjahr. Stopp! Ich bin auch nicht in Deutschland, also keine Deutsche gewesen und sehe auch nicht deutsch aus, jetzt weiß ich ja mittlerweile. Und da kann ich ja, Bist jetzt nicht mal entsetzt, wenn Leute dich anhören. Irgendwann habe ich dann gedacht, ich muss doch gar nicht mich spalten, so sein und so sein oder mich entscheiden. Wir verbinden Sirfet eigentlich mit Heimat, also mit unserer Mutter viel. Und es gehört, hat einfach zu uns dazugehört. Für mich ist es ein Trostessen. Also es hat so was Tröstliches, ja, dass es ja so eine Masse ist, ne? So eine Pampe im Grunde. Und weil alle zusammen essen. Das, was ich jetzt drauf gieße, ist warmer Joghurt mit Wasser verdünnt, Knoblauch und Salz. Ja, das gießt man drüber und dann werden die Brotkrumen werden dann weich. Ja, und zum Schluss kommt die Butter drauf. Perfekt. Du, als Bäckersfrau musst du mal testen. Ja. Gut. Wie zu Hause. Mhm.
Es dauert 17 Jahre, bis Songül 2015 ihre Angst überwindet und mit ihrer Familie nach Dersim zur Oma reist. Dersim, das offiziell den eingetürkischten Namen Tunceli trägt, ist bis heute ein Konfliktgebiet. Seit Mitte der 80er Jahre toben dort militärische Auseinandersetzungen zwischen der türkischen Armee und der kurdischen Guerilla. Songül erlebt bei dieser Reise das, wovor sie sich immer gefürchtet hat. 2015, wie wir dort waren, ist irgendwas passiert. Aber keiner konnte sagen, was es ist. Auch meine Onkels und so, die haben ja nicht drüber geredet. Die reden ja gar nicht über politische Sachen oder über das Militär. Da haben die viel zu viel Angst. Ich weiß noch, dass auf einmal ganz viele Panzer da waren. Insgesamt 30 oder 35 Panzer. Und wir haben uns gewundert, ja, Panzer sind da schon immer gewesen. Da ist ja auch bei, gegenüber von der Oma ist ja Militärstation. Aber wir haben gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Später habe ich erfahren, da gab es Schießerei zwischen Militär- und Guerillakämpfer. Genau an der Stelle, wir sehen das im Fernsehen und denken, da waren wir mit den Kindern. Gerade gestern. Das ist einfach die Angst. Und sowas wollen wir halt vermeiden, gerade unseren Kindern. Songül erlebt bei dieser Reise erneut, dass ihre kurdische Identität mit einem schweren Konflikt verbunden ist. Aber sie entdeckt auch etwas, das lange in ihr verschüttet war. Ich kam dort an und das Erste, was ich gefühlt habe, ich bin zu Hause. Obwohl ich ja da noch nie gelebt habe. Also bis auf die 3 Male, wo ich 3 Wochen Urlaub gemacht habe, habe ich da ja nur diese Kindheitserinnerung. Und dann war das so schön. Diese Berge und der Munzur und die Menschen dort so herzlich und die Gerüche, das war, ich kann es gar nicht beschreiben. Und da habe ich gedacht, ach du Gott, hast du all die Jahre was vergeudet oder hast du all die Jahre keinen Urlaub da gemacht, bist da nicht hingeflogen, hast den Kindern das nicht gezeigt. Die reden heute noch davon, warum wir nicht jedes Jahr nach Dersim fliegen. Jetzt haben wir ja geplant, mit den Kindern nach Dersim zu fliegen. Aber wir werden das erst buchen, 1 Monat vorher. Und noch nicht mal da ist es sicher. Das kann ja von heute auf morgen umschlagen. Also wir werden abwarten. Ich glaube, die Kinder würden es mir sehr nachtragen, wenn ich das absagen würde. Also die haben mir schon gedroht, sie reden nicht mehr mit mir, nie wieder mit mir, wenn ich nicht dorthin fliege mit ihnen. Heute denke ich da ganz anders drauf. Ich liebe Dersim und ich liebe unsere Kultur und auch die Sprache. Das ist schon, ja, ich kann das schon mit Stolz sagen. Ja, heute ist es so, eine meiner Töchter lernt die kurdische Sprache, was mich eigentlich sehr überrascht hat. Also sie will eigentlich alles aufsagen, was kurdisch sein bedeutet. Zwischen dem, was Songül sein wollte, und dem, was ihr gestattet wird zu sein, findet sie am Ende ihrer Reise die Verbindung zu ihren Wurzeln. Also nach meiner Erfahrung nach kann man seine Identität nicht einfach abstreiten oder ablegen. Das geht nicht. Man soll zu dem stehen, was man ist, wer man ist und sich dem stellen, auch wenn es schwierig wird, nicht immer den einfachen Weg zu gehen.